Ich bin Yvonne und werde euch jetzt ein Videotutorial drehen mit meinen Jungs Richard und Karl. Einmal auftauchen und in den Bildschirm gucken. Yeah, das ist Karl, das ist Richard. Wir wollen euch in diesen taffen Zeiten einen Vorschlag machen, was ihr mit euren Geschwistern, mit euren Eltern, Großeltern machen könnt, um einen vielleicht sehr langweiligen Vormittag darzustellen. Man kann wahlweise auch Träume nehmen oder, keine Ahnung, den letzten Urlaub. Wir nehmen jetzt mal einen möglichst langweiligen Vormittag, um dann vielleicht festzustellen, dass der gar nicht so langweilig ist und dass man aus allem Kunst machen kann. Pimp it up, große Oper. Wir fangen an mit zwei Beispielen, einmal ganz langweilig und einmal schon hoffentlich wesentlich interessanter. Es geht los. Erzählt euch eine Minute lang für kleine Kinder, zwei Minuten lang mit Stoppuhr für größere, was ihr heute Morgen gemacht habt. Dabei sollte einer zuhören und dann hinterher genauso lange wiedergeben können, was er gehört hat. Eine gute Übung zum Zuhören. Hier ist der Timer, da eine Minute und go. Also, ich bin aufgestanden und ja, war langweilig. Und dann habe ich halt erstmal Computer gespielt, bevor es Essen gab. Ja, ich habe halt dann normal Brot gegessen. Ja, Zähne geputzt danach, obwohl ich gar keine Lust hatte. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich eigentlich noch mal treffen könnte am Nachmittag, aber habe dann doch erstmal noch mal weiter Computer gespielt. Ja, das war nicht so spannend, aber ich habe mich beim Computerspielen mit einem Freund da, zufällig habe ich den gesehen, dann habe ich zusammen doch noch, haben wir da noch gespielt und dann musste ich aber aufhören und hab dann die anderen angerufen und gefragt, ob wir Fußball spielen wollen. Perfekt. Timer, wieder da. Okay. Also, ich bin aufgestanden und hatte erstmal gar keinen Bock aufzustehen, weil das Bett war noch so warm. Der Wecker hat halt geklingelt und es kam halt auch schon Licht so durchs Fenster rein. Und dann habe ich erstmal noch im Bett rumgelegen. Meine Mutter hatte mich dann aber zum Essen gerufen. Ich habe halt gar keinen Bock, da jetzt noch hinzugehen, weil ich wollte noch mein Buch lesen. Habe ich nämlich gestern aufgehört an einer voll spannenden Stelle mit einem Kapitel und dann habe ich doch erstmal noch mein Buch gelesen, bis es echt nicht mehr ging und meine Mutter hat dann gesagt, dass sie jetzt kommen soll. Da habe ich mich schnell angezogen und bin zum Essen gegangen und das war auch voll lecker. Ich hatte richtig schon Hunger und habe mir dann direkt ein Brot mit Nutella gemacht, aber habe es so schnell gemacht, dass ich vergessen habe, da Butter drauf zu machen. Da habe ich sie einfach über die Nutella nochmal Butter gemacht. Es war trotzdem lecker und ich hatte auch einen Orangensaft. Der habe ich auch direkt weggesippt. Das war auch lecker. Okay, wie gesagt, der zweite Teil der ersten Übung wäre, jetzt genau wiederzugeben, was ihr vom anderen gehört habt. Und für die, die zuhören, wie ihre Erinnerung wiedergegeben wird, wie ist das? Peinlich, lustig, irgendwie auch schön, wenn jemand genau zugehört hat, was ihr gerade erzählt habt. Und für den, der erzählt, was ist leichter zu erinnern? Was kann man besser wiedergeben? Danach, zweiter Teil des Tutorials, werdet ihr Bewegungen finden aus dem Material, was ihr gerade erinnert habt, und die aneinander packen. Wir zeigen euch das gleich. Im ersten Schritt erzählen wir, was wir machen, und im zweiten vergrößern wir die Sequenz, bis sie großes Tanztheater ist. Viel Spaß. Okay. Erste Version. Und jetzt. Zweite Version. Erste Version.
Jetzt hätte ich fast vergessen, den Abspann zu drehen. Also, ich bin wieder zu Hause mit meinen Jungs. Wir hatten viel Spaß beim Drehen. Ich hoffe, ihr habt jetzt noch viel mehr Spaß beim selber Drehen. Ja, ihr hattet gesehen, wir haben dann unsere Lieblingsbewegungen zusammengebaut und daraus eine Choreografie gemacht. Nimmt die Oma, nimmt die Mama, den Papa und lasst euch überraschen, was die für lustige Bewegungen haben. Und sie sich natürlich noch viel mehr von euch. Und habt Spaß. Bis dann.